Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir untersuchen mal die Spuren hier, um herauszufinden, wer denn das Monster im Wald ist. Oder vorne, da haben wir eine Fährte. Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Und da vorne haben wir eine Leiche, die sollten wir vielleicht auch noch untersuchen. Dünne und tiefe Schnitte. Wie bei einem Rasiermesser. Okay. Gut, gut. Verfolgen wir mal die Spur. Die hier aber einfach aufhört. Ah nein, Moment. Hier geht sie weiter. Alles gut, alles gut. Ich höre doch was. Okay, wir sind gleich umgeben von den Geräuschen, machen uns schon mal kampfbereit. Tritt, tritt, uiuiui. Okay. Gut, gut. Bevor wir jetzt hier weiter in die Richtung investigativ tätig werden, bin ich dafür, wir ruhen uns erstmal ein bisschen aus. Wunderbar. Und gönnen uns erstmal eine Schwalbe, bevor wir hier weiter Sachen untersuchen. Oh, hier geht die Spur weiter. Einmal hier durch den Steinkreis. Huiuiui. Da hat sie sich aber gewetzt. Hat seine Klauen geschärft. Oder nur sein Territorium markiert. Okay. Aber hier wird mir auch gar nichts weiter angezeigt. Von daher schauen wir nochmal hier vorne nach. Ob hier noch was ist. Ah, hier. Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Ein Waldschrat. Männlich. Sehr alt. Verdammt. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Okay. Gut, dann lesen wir doch mal im Bestiarium, was man am besten gegen Waldschrate unternimmt. Geist des Waldes, Reliktöl und Igni. Okay. Wir werden auf jeden Fall mit beiden sprechen. Ich hoffe, das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Ich meine, Sven war ja unser Auftraggeber und Harald wird vermutlich versuchen, den Waldschrat am Leben zu lassen. Aber wir sprechen, wie gesagt, mit beiden. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Aha. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr. Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht.
Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Gibt es denn einen anderen Weg? Warum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten? Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Okay. Na, wenn das mal alles so stimmt, dann probiere ich natürlich mal seine Methode aus. Ich versuche es auf deine Weise, aber wenn es nicht klappt, töte ich das Biest. Weise Entscheidung. Der Geist wird dich herausfordern, du musst ihm standhalten. Wenn du es schaffst, das Bündnis zu erneuern, werde ich dich mit viel Gold belohnen. Alles klar. Wir werden natürlich mit Sven nochmal sprechen, wie versprochen. Oh, ein Schmied. Guten Tag, der Herr. Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürften dich wohl eher interessieren. So sieht's aus. Und zwar möchte ich mal einmal sehen, was er hat. So sieht's nämlich aus. Wir möchten nämlich ganz viel Stuff verkaufen. Zum Beispiel das hier. Was? Der hat nicht genug Geld? Oh Mann, da müssen wir wohl Runensteine bei ihm kaufen. 3% Chance auf Bluten. Hat er auch große Runensteine? Betäuben, vergiften, einfrieren, verbrennen. Rüstungsdurchbohrung 20. Zeichenintensität. Drei Prozent Angriffskraft, ja, die gönnen wir uns doch mal. Okay, das ist ja alles hier nichts wert. Hast du noch irgendwas von Interesse für mich? Ist natürlich die andere Frage. Blei. Was haben wir hier? Pergament. Nilfgaardisches Langschwert, meisterlich gefertigtes Silberschwert. Ach komm, was soll der Geiz? Wir... Oh nice, wir können uns Reparatursets selber craften. Was? Nicht genügend Münzen? So, haben wir ihm schon mal wieder 500 abgeluchst. Schwere Rüstung, das kann beides weg. Die kann auch weg. Leichte Rüstung. Da ist unser definitiv besser gerollt. Jägerhose kann weg. Die Nilfgaardische Hose behalten wir mal, aber die schwere Rüstung kann weg. Was haben wir hier? Schwere Rüstung, weg damit. Aber Quinn-Intensität. Leichte Rüstung, die definitiv besser ist. Die beiden Hemden können auf jeden Fall weg. Die Schwertmeisterstiefel können weg. Jägerhandschuhe können weg. Die können auch weg. Die Satteltaschen können weg.
Lieferntrophäe, Hunde wilden Jagd, Mittagserscheinung, Wasserweib, Greifen, Mittagserscheinung. Davon kann auch einer weg. Okay, wir schauen uns auf jeden Fall mal um. Boah, da haben wir doch schon mal ordentlich wieder was dazu gewonnen an Geld. So, den Rest will er nicht. Das heißt, wir werden jetzt mal in Richtung Reparieren gehen. Einfach mal alles reparieren, weil wir es können. Und dann mit Sven. Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja, das sagt man so. Wir werden natürlich noch mal kurz mit Sven sprechen, bevor wir uns der Prüfung unterziehen. Wo ist er denn? Ach, hier vorne. Guten Tag. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch, er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Aber... Ja, also ehrlich gesagt bin ich eher dafür, wir machen erstmal das mit der Prüfung. Und wenn das schief geht, dann können wir immer noch die Person finden, die markiert wurde. Weil ich meine, dann bringt das ja eh nichts, wenn wir den Waldschrat töten, dann wird er ja eh wieder geboren. Also von daher würde ich sagen, wir versuchen das erstmal auf Haralds Weise. Und gehen mal hier vorne zum Altar. So. Hallöchen. Doch mal durch. Ja, heult ruhig. Wird euch auch nichts nützen. Okay, Wolfsherzen finden. Wo liegen die denn jetzt rum? Da haben wir eins. Da vorne haben wir eins. Und dann muss da noch eins liegen. Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt so wirklich schwer war, aber nun gut. Das war jetzt die Erneuerung des Bündnisses. Ich hoffe doch, zumindest. Das wäre nämlich extrem super, weil ich meine, gegen 5 Wölfe töten oder gegen den Geist des Waldes kämpfen, das sind natürlich zwei unterschiedliche Hausnummern, nicht? Das muss man mal ganz klar abwägen. Und ich meine, so nötig haben wir jetzt das Gold nicht, als dass wir jetzt das Viech töten müssten. Wir sprechen einfach mal mit den Herrschaften. Guten Tag. Achso, da vorne ist Harald. Harald? Jo. Guten Tag. Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Und Mord wird daran etwas ändern. Du hast deinen Teil getan, dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer! Schnappt ihn euch! Das ist ein Metall. Und ob mich das was angeht? Tod gegen Tod! Willst du das? Willst du das wirklich? Ist das dein Ernst? Okay, schön, dass wir das geklärt hätten. Ich wollte Harald verteidigen. Da kann ich doch nicht für. Roll nicht rum, dumme Kuh. Also ja, erst beschweren sie sich, dass hier ein Monster rumgeht und dann töten sie alle Ältesten? Nee, das geht mal gar nicht, Leute. Aber nun gut. Wir haben auch noch die Familienklinge ausstehen. Ich glaube, da werden wir uns mal auch auf den Weg machen. Komm her, Plötze. Wir gehen. Schneller. Beziehungsweise reiten. Wie auch immer. Auf geht's. Wunderbar, Leute. Ja, aber schaut mal, da sind wir heute schon wieder fast durch mit unserer Episode. Ja, wieso kommen wir denn da nicht runter? So, jetzt aber. Was ist los? Ja, guck mal, da haben wir das Bündnis zwischen Waldschrat und den Dörflern erneuert. Und die Jungspunde in Anführungsstrichen gezügelt, beziehungsweise ausgeschaltet, weil uns keine andere Wahl überblieb. Aber ich meine, was recht ist, muss recht bleiben. Und der Mord, das kann ich nicht verantworten, weiß ich nicht. Ist halt meine Meinung und ja. Ich bedanke mich natürlich bei euch ganz, ganz recht herzlich fürs Zuschauen, denn wir nähern uns den 20 Minuten immer näher. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich mir eine Bewertung und oder einen Kommentar da lassen. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Episode. Ich mache mal hier einen kleinen Schnitt und sag einfach mal bis dahin. Macht's gut, haut rein.